Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Wailing Hearts. Und ja, wir sind hier stehen geblieben. Und das lag tatsächlich an die Grafik. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Es müsste jetzt auch der Ton ein bisschen anders sein. Okay. Es hat gerade, habe ich kurz probiert gehabt. Und da hat es funktioniert. Ja. Alter, ich fress einen Besen. Ich glaube, das machen die extra so. Ich warte noch. Ich warte so. Ich lass los. Und knapp. Knapp. So, ich probiere es nochmal. So, nein. Los. Ich fress einen Besen. Bleib hier. Es hat gerade so wunderschön funktioniert. So wunderschön, aber es hat aufgehört. So, bleib oben. Ich bin oben. Ich bin oben. So, alter Hund, geh drauf. So. Können wir hier hoch? Nein. Und wir haben einen neuen Tagebuch. Ich sag immer Tagebuch. Die Schlacht von Neuville-Chapelle. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Bombenregen, der am 10. März 1915 über den deutschen Stellungen niederging. An diesem Tag kam zum ersten Mal die Taktik der Feuerwalze zum Einsatz. Dabei konzentrierten sich alle Geschütze ihr Feuer gleichzeitig auf ein einziges Ziel und verlagerten es dann nach einem genauen ausgearbeiteten Zeitplan um einige Meter. Während die Infanterie im Schutz der Artillerie zurückrückte, 530 Kanonen verschossen an diesem Tag mehr als 2016 Granaten des Heiß. Das heißt, jede Waffe fordert alle 2 Minuten einmal. Okay. Ich werde es wohl doch nicht alles vorlesen. Längere Mengen werde ich wahrscheinlich nicht vorlesen können, weil ich zu dumm bin zum Lesen oder so. Keine Ahnung. Eigentlich kann ich ganz gut lesen. Haben wir hier noch irgendetwas? Nein, ich will die Leiter nicht nochmal hoch. Oh, du bist so ein braver Hund. Und dort liegt schon wieder ein Deutscher. Und wir sehen im Hintergrund die Deutschen. Naja, es sind eher die Franzosen. Was? Ich drücke falschen Knopf wieder. Ah, okay. Oh. Buddeln können wir also auch. Das ist wunderbar. Wieso knurrst du jetzt? Wo das Erde? Ich will es gar nicht wissen. Das sieht... Ah, okay. Da geht's raus. Ich will dort hinten noch mal kurz gucken. Hier können wir wieder buddeln. Ich drücke mal den falschen Knopf. So. Was ist das? Sieger des Valiant Stories Wettbewerbs. Senkelspanner? Was? Ein Senkelspanner? Von Korporal Lucien Dufomantel, Urgroßvater von Benoît Tédrès aus einem geschmolzenen Gehäuse. Lucien diente als Elektriker in einer Scheinwerferdivision, deren Aufgabe es war, feindliche Positionen zu beleuchten. Vielen Dank und Glückwunsch an unseren Gewinner Benoît. So. Nein! So, ich drücke mal. Keine Ahnung. Irgend so ein Link. Aber irgendwie muss ich doch nochmal hoch. Achso, ja. Und es regnet. Ja, irgendwie. Ein Moment, wartet dort mal. Können wir etwas nehmen, womit wir werfen können? Ah, what?
danke schön. Braves Hühnchen. Können wir den Stock danach werfen, damit wir die Leiter runterlassen können? Ja, super. Oh, und der Hund hat es wieder genommen, zurückgenommen sozusagen. Ah! Vorsichtig. Sieht mir dort nämlich aus wie Bomben und ich möchte damit nicht in Berührung kommen. Und Kruzifix, der Großteil der Soldaten war gläubig und trug religiöse Symbole bei sich. Die Kriegsministerien mussten sich auf diverse Religionen und Konfessionen einstellen und an der Front wurden verschiedene Gottesdienste abgehalten. Abgehalten Priester, Vikare und Rabbiner boten den Soldaten Beistand und Barmherzigkeit. Die muslimischen Soldaten aus der Kolonie. Ich lass das. Lies es euch selbst durch. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich. Das ist immer so eine Sache, wenn man das beim Aufnehmen und. Alter, ich gehe doch hier drauf, wenn ich hier buddel. Dürfte ich den Stock vielleicht nochmal kriegen? Oh, du bist so süß. Du bist so ein süßes kleines Hündchen. Oh, so süß. So, vorsichtig. Ja, vorsichtig. Süß. Ja, hast du supi gemacht. Dankeschön, Hundi. So. Oh. Ach, guck eine an. Und der trägt so einen Löffel mit sich. Oh Gott. Ist das korrekt hier oben? Nee, ist... Achso, wir haben hier wenigstens noch eine Uhr. Scheiße. Mist. Jetzt muss ich das... Ah nee, ist weg. Ist weg. Ist weg. Alter, ich hab Angst, dass ich hier... Okay. Dreimal tot gegangen bislang. Das ist supi, aber wir müssen wenigstens das dort oben nicht nochmal runterholen. Das ist okay. Nicht weiter, weiter, nicht weiter, dort ist in die Bomben. So, hier geht's. Oh, da muss man sich echt ein bisschen... Oh, was ist denn los? Nein, du kannst jetzt nichts essen. Okay. Hey, kommst du mal wieder zurück? Nein! Nein! Oh nein! Oh, oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott, nein! Nein! Oh Gott. Die britischen Truppen setzten ihren Angriff auf Neuve-Chapelle fort. Ihr nächstes Ziel, die Rückeroberung von Port Arthur. Aber was ist jetzt aus Emil und den Hund? Was wird aus den beiden? Sind die jetzt überfahren worden? Hier könnt ihr wieder Pause-Modus machen und euch das selber durchlesen. So. Okay, die geben uns Schutz. Ich komme hier nicht ganz richtig voran. Hier haben wir noch was. Der Schlamm. Das Leben in den Schützgräben gestaltete sich schwierig. Die Soldaten waren Kälte, Regen und Schlamm ausgesetzt. Schmutziges Trinkwasser sorgte für Ausbreitung ansteckender Krankheiten wie der Rohr. Was? Wie der Rohr. Korrekt so. Auch die Tiefe des Schlamms konnte gefährlich werden. Es kam vor, dass Soldaten in Bombenkratern oder Laufgräben ertranken. Oh Gott. Das ist so grausam. Läufst du? Dankeschön. So, und was ist mit euch? Dort ist ein Gitter. Ah, nein, nein. Okay. Ich muss also schnell genug sein. Ich muss hinrennen, schnell das Gitter aufmachen. Und dann abhauen. Los, 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 los! Okay, hier heißt es erstmal warten und sich dann verstecken.
Ja, komm. Ja, es funktioniert. Hier müssen wir also tatsächlich warten. Und die schießen schon wieder, die schießen. Wir warten. Und los geht's. Und wieder durch den Schlamm. Alter, du bist aber kein... Naja. Hier ist wieder so eine Bombe. Nein, okay. Was willst du von mir? Willst du eine Bombe? Ach so. Ah, verstanden. Jetzt will er, was will er jetzt? Er will so einen dritten Teil haben. Da. Das war doch ein Dreier. Ach so. Nimmst du es da jetzt an? Da. So, das ist ein... Ach so, das ist ein Vierer. Dort oben ist ein Dreier. Hey! Und jetzt will er zum Ende noch einen Zweier haben. Oh, das klingt so übel. So, ein Zweier. Das sind die. Dann nimm. Was? Du hast vergessen, dort die Bombe dran zu machen, Junge. Dann mache ich das mal schnell. Naja. Was auch immer. Du weißt aber schon, dass wir noch keine Bombe platziert haben. Natürlich. Und wir haben wieder einen neuen Eintrag. So. Wie gesagt, Pause-Modus gehen und dann selber lesen. Achtung, hier sind wieder diese Granatenteile. Ja. Oh, was haben wir hier? Das Kukukiri-Messer. Das Kukukiri-Messer wurde von Kukas benutzt, einer britischen Einheit, die aus Truppen aus Kolonialindien bestand. Das Nepal-Messer war ein Standardwerkzeug und wurde zum Symbol der königlichen Truppen. Seiner Schwere geborene Klinge diente sowohl zum Schlagen als auch zum Schneiden. Ja, das ist praktisch. Dort hängen Würstchen. Da kriegt man gleich Hunger. Was? Nein! 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 Und wir müssen jetzt sicherlich helfen. Und ich schätze mal... Nein, der Hund! Hey, Bruder. Ja, jetzt warte doch nicht. Mach den Hund frei. Ach so, das muss auch noch ich machen. Oh, der arme Hund. Oh, so... Merci, mon ami. Du Regner. Carl Ruiz von Dörr. Yeah, komm. Inmitten endloser Angriffe und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Ypern. 22. April 1915, Ypern, Belgien. Und das sieht nicht gerade gesund aus. Haben wir hier hinten irgendwas, was wir einsammeln können? Nein.
Am 22. April 1915 setzten die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Diese Schweine. Aber wenn ich ins Gas gehe, da sterbe ich doch. Der Hund, der bückt sich. Können wir... Ja, also merke, man kann hier öfters auch, das ist wie bei The Whispered World, ab und zu mit den Tieren interagieren. Das ist super. Go, go, go! Ah, es verschwindet. Wie auch immer verschwindet das. Aber du bekommst jetzt erstmal ein paar Streicheleinheiten. Oh, du süßer kleiner Fratz. Oh, du bist so süß. Und wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Nein. So, 20. August 1914. Wir sind noch einen weiteren Tag marschiert. Heute haben wir zum ersten Mal Geschützfeuer gehört. Ich will nicht töten müssen. Ich muss aufhören, darüber nachzudenken und etwas Schlaf bekommen. 10. März 1915. Welch ein Tag. Zweimal wurde mir heute das Leben gerettet. Zuerst von einem amerikanischen Soldaten und dann von einem Hund. Aber zumindest bin ich frei. Vor der Bombardierung habe ich Karl gesehen. Ich hoffe, er hat das lebend überstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Okay. Ah, okay, wir haben hier auch von Freddy einen Eintrag. 10. März 1915. Ist aber auch schon... Ich lese den ersten vor. 12. August 1914. Endlich. Ich kann es kaum erwarten, zu kämpfen. Vielleicht lindert das etwas von dem Schmerz, den ich innerlich verspüre. 7. September 1914. Ich habe sie um Haaresbreite verfehlt. Das wird nicht noch einmal vorkommen. Der Brief von meinem jüngeren Bruder war rührend. Er hat mich richtig aufgemuntert. Es ist gut, dass er wieder in den Staaten ist und damit ganz weit weg von diesem Albtraum. Der Junge hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Oh, das ist... 10. März 1915. Auf dem Marsch nach Belgien, wo dieses verdammte Regiment stationiert ist. Wenigstens bin ich nicht allein. Ich habe komischen alten Franzosenbauern kennengelernt. Emil. Sagt nicht viel, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist sein Schwiegersohn ein Deutscher. Ist das nicht verrückt? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht von dir träume. Wie meint er da wohl? Ja, das frage ich mich. Wen meint er eigentlich? Ich weiß es nicht. Ui. Ja, süß, süß. Und das sieht aus wie ein Rätsel. Hier müssen wir irgendwas runter transportieren. Und hier sieht es aus, als ob wir buddeln könnten. Ja. Wir haben noch einen Eintrag und ich lese den mal vor. Ich bemühe mich noch einmal. Die Schlacht von Ypern. Die Stadt Ypern war für die britische Armee von großer Bedeutung, da die deutschen Truppen versuchten, sie dort vom Zugang zur Nordsee und somit vom Nachschub aus dem Heimatland abzuschneiden. Daher setzten die Briten alles daran, diese Schlussposition zu halten. An vorderster Front kämpften dabei kanadische Abteilungen, die in dieser Schlacht ihre Zuverlässigkeit und ihr Durchhaltevermögen bewiesen. Dieser Mut hatte einen Preis. Am 15. April 1915 hatten sie 6.000 Gefallene zu beklagen. Oje, das ist echt eine Menge. Das ist echt viel Menschen, die in diesem Krieg wirklich gestorben sind. Und ich sehe dort oben, dort tritt irgendwas, das ist so ein Rohr oder sowas. Da tritt Gas aus oder sowas. Okay. Nein, das können wir nicht. Können wir das? Ja. Okay, dann nochmal hoch. Ah, okay. Und dann? Kommen wir hier irgendwo runter? Nein, hier kommen wir auch nicht hoch. Ach so, okay. Stimmt ja, ab und zu auch mal mit dem Hund interagieren. Brauchen wir ihn hier unten? Ja. Brav gemacht, brav. Hol das dort hinten mal.
Brav gemacht. Wir haben wieder eine Marke gefunden. Kanadische Erkennungsmarke. Zu Beginn des Krieges waren die kanadischen Erkennungsmarken noch große Aluminiumscheiben. Eine Notlösung mit einer besonderen Form. Sie wurden bald durch britische Marken abgelöst, sodass alle Einheiten unter britischer Kommando über die gleichen Marken verfügten. Okay. Die Marken scheinen ja, heutzutage sind das ja solche, gibt es ja auch noch solche Marken, bloß sie sehen jetzt heute ein bisschen anders aus. Ja. Aber das ist jetzt erstmal egal, denn ich muss erstmal sagen, und hiermit verabschiede ich mich erstmal für diese Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei, Dwayne Hart, The Great Wear. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.